Willkommen zu Resident Evil Village. Im letzten Part haben wir herausgefunden, dass Mutter Miranda den Gründer von Umbrella überhaupt dazu verleitet hat, Umbrella zu gründen, dass sie mit an Evelyn rumexperimentiert hat. Beziehungsweise sie erst möglich gemacht hat. Ja, und sie das alles tut, um ihre Tochter wieder zu holen und um ihre eine perfekte Hülle für sie zu finden. So, das ist sie, ne? Sieht aus wie Mutter Miranda mit nicht Rose, mit ihrem Eva. Okay. Es wird abgefuckter denn je, weil es geht weiter. Mia. Die Hände hoch. Amber Alpha, Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Es ist Mia. Mein Gott, du bist es wirklich. Sie lebt noch. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben ein paar Experimente gemacht. Oh nein, Mia. Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Sie ist sogar noch in Hausschlappen. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierhergezogen. Alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Deine Tochter ist in 4 Teile aufgeteilt und Ethan ist tot. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Oh, Alter. Mia. Was ist denn jetzt los? Komm. Hier wird es zu gefährlich. Aber das heißt ja, Mia kannte Miranda schon vorher. Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein! Du irrst dich! Was? Ich wollte es geheim halten, aber... Ich sag nicht, das Dorf ist unzerstörbar. Du verstehst nicht, wie besonders er ist. Ach, es geht über Ethan. Was? Er lebt? Wieso lebt er noch? Ihm wurde das Herz rausgerissen. Was ist passiert? Was ist denn jetzt los? Ist da jemand? Oh nein. Bitte sag nicht Evelyn. Sag nicht Evelyn. Alter. Wart mal. Ist Ethan infiziert? Wie komme ich hierher? Oh, oh Gott, ist das kalt. Oh, Scheiße, mein Körper. Was ist los? So dumm. Es ist wirklich Evelyn. Oh mein Gott. Evelyn? Wie kann das sein? Oh nein. Du bist tot. Tot? Ich meine, Miranda. Sie. Nein. Ich muss Rose retten. Oh. Halt! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Oh Gott, er war wirklich infiziert. Die ganze Zeit über.
Siehst du, nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Erinnert? Ja. Die Bakers. Vor 3 Jahren. Bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Ach, wir waren tot. Schon da. Du bist tot. 3 Jahre schon. Oh Gott. Das ist unmöglich. Nein, das... Ethan, du bist ein Schimmelvieh. Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß. Du solltest nicht leben. Fick dich! Oh mein Gott. Deswegen... Oh mein Gott. Rose ist also tatsächlich ein bisschen gammelig. Wurden nämlich von einem Schimmelvieh gezeugt. Oh Gott. Rose! Mia! Ich. Scheiße. Oh, ist das eklig. Mit einem wirklichen Schimmelvieh. Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Familie? Oh nein. Oh Scheiße. Rose. Ich muss meine Tochter. Du bist schon lange tot. Tot. Ich werde Rose reiten. Scheiße, Alter. Ethan ist ein Gammelvieh. Wo sind wir denn jetzt? Na, genug geschlafen? Aber wieso wachsen unsere Finger dann nicht nach? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke. Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde... Wie lang war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Ach, er ist der Beste. Wir sollten bald da sein. Dankeschön. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja, habe ich auch das Gefühl. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen. Wer, was sind Sie? Das würde ich auch gerne mal wissen. Da bin sogar ich überfragt. Was? Also er ist auch irgendwie infiziert. Wir sind da. Das ist gut zu wissen. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan... Ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja. Ich muss es sein. Okay. Holy shit. Dann mal los. Jetzt geht's ab. Duke. Hast du alles Nötige? Waffen und so? Mein letztes Mal kann man noch mal... Das verkaufen, das verkaufen, das verkaufen, das verkaufen, das verkaufen. Und, weil wir ja keinen Fisch mehr finden, werde ich das hier jetzt auch verkaufen. Dietrich, haben wir zwei zu viel?
Oho, die Fusion von Mensch und Maschine. Es sprüht gerade. Alter, du willst mich verarschen. Ich dachte, ich bin durch. Moment bitte. Och Mann, Alter. Das ist doch unmöglich. Also erstmal ernsthaft, das ist unmöglich, das alles bezahlen zu können. Wir haben ja wirklich, wirklich viel. Überlass das mir. So, ja. Wir werden das hier verkaufen, das werden wir behalten. Was können wir denn noch verkaufen? Was am meisten Geld bringt, ist die Flinte. Ah, nee. Ja, der Granatwerfer, ne? Hast du denn auch alles, was du brauchst? Es könnte deine letzte Gelegenheit sein. Ja, und er hat hier noch was. Wie soll man denn so viel Geld auf einmal haben? Wir haben ja wirklich deine alles. Reise nähert sich dem Ende. Was sagst du? Zeit für die Spendierhosen? Ich bin wirklich gerade im Überlegen, ob ich den Granatwerfer verkaufe. Wie viel würde das denn geben? Ich glaube, mit der Mag, der Flinte und der Pistole kommen wir ganz gut zurück. Nur 54.000. Dann kriegen wir noch nicht mal die hier wieder abgegradet. Das ist einfach. Wähle mit Bedacht. Deine Bitte. Gib Acht. Danke. Okay. Wir speichern. Ich huste nochmal. So. Dann würde ich sagen. Naja. Naja. Ist jetzt Schluss mit lustig, ne? Messer kommt weg. Also, wir haben jetzt Granatwerfer. Wir haben Pistole. Wir haben Flinte. Wir haben Sniper. Wo die Sniper wird, glaube ich, auf dem Battlefield ganz schön schlecht. Aber gut, das können wir dann kurzfristig entscheiden. Auch Even. So, wir spielen einen Schimmelpilz, der nicht mal mehr rennen kann. Okay. Lass uns aufgehen in den finalen Kampf. Wir haben leider nicht, bei weitem nicht alles beim Duke holen können. Er selber nicht weiß, was er ist. Oh gut. Ciao, Duke. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns nie wieder, wollte ich sagen. Das letzte Mal, dass wir Even spielen. Ich glaube, so lange hält der Schimmelpilz auch nicht mehr aus. Seid ihr bereit? Der letzte Akt. Lasst mich in Ruhe. Die Viecher leben noch. Lassen nichts mehr fallen, ne? Wäre zu schön gewesen. Yeah, baby. Kannst du mal bitte aufhören, hier die ganze Zeit Viecher zu spawnen? Lieber Mega Muzet, das wäre nett. Mutter Miranda. Du hast eine. Du hast keine Ahnung, wie viele Städte zu verantworten. Und unsere Tochter.
Damit kommst du nicht durch. Ah, oh, meine Eva. Meine wunderschöne Tochter. Komm zu mir. Eva. Oh. Bist du es? Ist das wirklich Eva? Ich habe dich so vermisst. Was? Es ist Rose. Meine Kräfte verlassen mich. Rose! Miranda! Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose. Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Ja, schnapp dir Rose. Los! Ich habe mein Scheiße. Leben für diesen Moment geopfert. Oh nein. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Ich nehme, oh, was mir zusteht. Alter, was ist denn jetzt los? Mein Wunsch wird sich erfüllen! Nein! Rose ist mein! Wow, Scheiße, Mann! Was geht denn jetzt ab? Oh. Du hast deinen Zweck erfüllt. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Du hast ganz schön Kunst City ausradiert. Du kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich. Du kannst also in Frieden gehen. Ich glaube, das andere nur draufgeballert, ne? Ich lass dich nicht davon kommen. Nein. Ich hab keine Angst, du. Bist du? Hallo. Wir sind Schimmelfilz. Wir können nicht sterben. Du weißt, was es bedeutet, sein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein ja. Kind! Mann, verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins! Das versteht die nicht, Steve. Nicht so wirklich. Die ist ja zwar eine Spinne. Hallo, wo ist die Mucke? Das ist der finale Kampf. Sie hat Umbrella mitgegründet. Wir bekämpfen den Ursprung des Bösen. Hallo, kann mal die Musik bitte aufdrehen? Das ist doch gerade ein Bug, oder? Das war's für dich! Jetzt stirb! Der Megamycet hat mich aus der Verzweiflung gerettet! Mir unsagbare ja. Macht verliehen! Ja, klar! Und dich komplett austicken lassen! Ja, das stimmt. Ethan, ich liebe dich. So einen Vater wünscht sich jeder. Ich glaube wirklich nur draufgeballert, ne? Aber Alter, sie hat eine Damage Bar. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Brandgranaten wir ihr schon reingeballert haben, ne? Oh, großer Megamycet! Erhöre mein Gebet! Was? Wow! Jetzt gibt es auch noch Horroraspekte hierbei. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir die Dinge überlässt. Schlaf jetzt, Ethan. Den Teufel werde ich. Ich werde meine Tochter wiedersehen. Wenn ich Rose mit dem Megamyzeten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen. Ja. Habe ich gewartet. Ach du mal. Nur für diesen Tag. Ja.
Boah, alter Junge. Du lebst noch. Du? Du lebst noch. Aber zu mich. Du hast mir das Herz rausgerissen. Ich dürfte eigentlich gar nicht sterben. Vogel, Bestie, Hexe. Sogar die. Ja, steht drauf, hä? So nah am Tod hat Rose für dich keinen Nutzen mehr. Aber für dich oder was? Meine Tochter, du krankes Miststück. Kein Respekt. Ich werde nicht zulassen, dass mir jemand Rose oder meine Tochter wegnimmt. Oh fuck, Alter, wir haben gleich keine Erste-Hilfe-Arznei mehr. Wird dich das tun? Ich weiß nicht, wie viele Granaten und wie viel Muni ich denn noch reinjagen soll. Bin ich mal ehrlich. Weil, dann wird's auch bei mir eng. Bitte, Ethan, quäl dich nicht. Und wieder dieser Feuerball. Kann ich den eigentlich kaputt schießen? Weiß ich nicht. Bis da, der Granatwerfer war jetzt so gut wie durch. Wozu hebt man ihn auf? Dann hebt man sie eigentlich. Die Dorfbewohner, die vier neuen Kinder! Sie konnten meine Einsamkeit nicht am geringsten lindern! Schon mal das Problem bei dir selbst gesucht? Du bist ja, das zur Liebe doch gar nicht fähig! Ich mache meinen Traum wahr! Ich muss! Ja? Das ist eigentlich Lava, die sie da auf uns schießt. Sie zeigt gar keine Reaktion auf die Meg. Stirb, 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 stirb. Hab keine Angst. Boah, ich bin jetzt ab. Das ist dein Ende, Ethan Winters. Nur um wirklich sicher zu gehen. Verfüttere ich dich an den Mega beziehen. Du sollst ein für alle. Yeah. Heil dich, Ethan. Scheiße. Ich weiß nicht, wie oft ich noch schießen soll. Das ist die stärkste Waffe. Oh nein. Meine Tochter! Meine Eva! Wir haben das Übel besiegt. Den Ursprung der gesamten Resident Evil-Reihe. Rose. Rose. Oh, sie lebt. Shh. Oh, sie lebt. Alles gut. Oh. Alles gut. Oh mein Gott. Ist das süß. Oh nein. Ethan. Nein. Nicht jetzt. Ethan ist auch tot. Er kristallisiert sich jetzt auch. Ethan! Ethan! Oh nein. Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, wach auf! Oh nein. Was ist das jetzt? Chris. Evelyn. Das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan, wir müssen los. Ethan, geh mit. Alter, der Megamycet rastet komplett aus. Oh mein Gott, was ist das denn? Was ist denn jetzt los? Komm weiter, Ethan. Alter. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg.
Ach, Ethan. Verdammt! Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt! Mia? Ja, Mia. Es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf Rose auf. Hey, hey! Hey! Er kann nicht. Sag ihr das selbst. Komm schon, das ist nicht mehr weit. Oh, Ethan. Oh, bitte nicht. Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht. Wiedersehen, Rosemary. Oh nein. Bitte. Das wird hier gerade so emotional. Ethan. Oh, das ist Storytelling. Also ich die Story hasse. Oh, das machen sie gerade wundervoll. Ethan, bitte. Nein. Das war's. Einer meiner absoluten Lieblingsprotagonisten, weil es kein Superkopf war. Es war ein ganz normaler Familienvater, der einfach seine Familie wollte. Wollte einfach nur Ruhe. Oh nein. Ich schalte mich mal stumm. Los! Los, bring uns hier raus! Warte! Wo ist Ethan? Schneller! Wir müssen sofort weg! Nein! Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin! Mir hinsetzen und anschneiden! Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist! Er würde uns nie im Stich lassen! Sag mir, was los ist. Wo? Die Village ist tot. Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Ethan. Nein. Ist tot. Wo ist er? Chris. Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an. Okay, was ist los? Oh, die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Es sieht aus... Alter, das sieht doch aus wie Chris. Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Alter, was ist denn jetzt los? Wir kriegen ja richtig Lore hier. Dafür werden sie bezahlen. Die BSAA schickt Biowaffen. Oh, Rose. Das war Resident Evil Village. Kurzes Fazit kommt am Ende von den Credits. Thank you.
Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und sie sperrte das Kind in einen Spiegel. Doch bald erschienen ihre Eltern, die verzweifelt nach ihr suchten. Zorneserfüllt stellte sich der Vater der Hexe, während Mutters sanfte Hände den bösen Zauber vertrieben. Doch die Hexe war stark. Der Vater rief, rette unsere Tochter! Und so ließ die Mutter den Wald hinter sich, das Kind in Sicherheit. Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die wüste Landschaft blickt, wie es sich beim Beerenpflücken ganz allein im Wald verläuft. Hello, das war also der 8. Teil der Resident Evil-Reihe. Ja. Das Ende hat mich mehr mitgerissen, als ich dachte. Ich habe gerechnet, dass er stirbt. Aber nicht, dass sie es so geil machen. Es ist halt, er wollte wirklich nur seine Familie beschützen. Nicht so wie in den anderen Resident Evils. Ich muss die Welt retten. Es ging wirklich nur um seine Familie. Und das macht ihn bodenständig. Finde ich sehr geil. Es ist Ethan sowieso einer der geilsten Protagonisten. Also, im 7. Teil jetzt nicht, aber am 8. hat er wirklich Persönlichkeit bekommen. Das finde ich sehr geil. Aber grober Recap des Spiels. Die erste Hälfte fand ich sehr stark. Eine gute Balance zwischen Gegner und Horror. Sehr gute Balance, fand ich sehr geil. Dimitrescu, weniger Horror, aber immer noch Horror. Und etwas mehr Gegner. Aber Beneviento, gar keine Action und nur Horror. Beneviento hat mir am besten gefallen. Und dann, also vorher war das Spiel sehr gut und dann war es immer noch gut. Also danach war es so, ja, mittelmäßig, sag ich jetzt mal. Trotzdem ein sehr starkes Spiel, die Grafik. Das Level-Design. Unfassbar geil. Ich weiß nicht, wie oft ich zwischen den Parts einfach nur Richtung Schloss oder einfach nur mich umgeguckt habe, weil es so hyperrealistisch aussah. Unfassbar. Und auch der Trailer zu Resident Evil 4, wo Leon diese Frau kickt. Boah. Videospiele werden einfach mega geil noch. Hyperrealistisch. Fotorealistisch. Unterm Strich würde ich dieses Spiel schon so 89% geben. Ausführlich gibt es da nochmal irgendwie einen Check, Kontra-Check dazu. Also wie praktisch bei den Directs und bei den Videos, dass wir dieses ganze Spiel aber von vorne aufrollen. Und könnte ich drüber reden, aber jetzt intuitionsmäßig 89, weil dieses Ende hat mich sehr geil gekillt. Ich fand das Setting mit dem Dorf mega geil. Ich fand Rückkehr eines Händlersystems mega geil, auch wenn es am Ende viel zu teuer war. Und auch, dass sie wieder dieses das mit dem Dorf eingebracht haben. Das hat mir in Resi 4 ultra gut gefallen. Falls ihr mein Resident Evil Showcase Video gesehen habt, habt ihr auch gesehen, wieso was ich so an Resi 4 liebe, dass ich hier auch einen eigenen Gamecube dazu habe. Deswegen finde ich es gut, dass sie diese Village Gameplay zurückgebracht haben. Dieses Horror Adventure Open World mäßig fand ich sehr geil. Es war auch wieder abwechselnd meine Gegner da. Ich fand es auch gut. Ich glaube, das alte Resident Evil ist, glaube ich, mit diesem Resident Evil endgültig begraben.
Also man muss jetzt nicht hoffen, dass irgendwie wieder Bio-Sachen zurückkommen. Weil, das kannst du mir nicht erzählen, da haben sie nur noch Bio eingebracht, damit es irgendwie in die Reihe passt. Puppen und Vampire. Vampire vielleicht noch mit dem Virus erklärbar, aber nicht lebende Puppen und Werwölfe. Aber, ja. Ich glaube, damit ist das alte Resident Evil besiegelt. Und wir werden uns in eine ganz neue Richtung entwickeln, die mehr Mythen aufgreift, die mit irgendeinen lächerlichen Pilzen rechtfertigt. Aber ich freue mich auf den neunten Teil. Wahrscheinlich das Ende dieser Trilogie. Ethan Winters ist Geschichte. Ich fände es auch falsch, wenn sie ihn jetzt zurückbringen. Er muss tot bleiben. Er hat einen heldenhaften Tod gehabt, einen unfassbar guten Tod. Und, ja, ich freue mich auf Resident Evil 9 und natürlich werden wir gleich im Anschluss an dieses LP den DLC spielen. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, für dieses geile LP und wir sehen uns im nächsten wir sehen uns dann bei Shadows of Rose. Gleich weiter hinten dran. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann. Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht wie ein Killerwal an. Hi, Dad. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn? Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose? Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. So, und die ich habe das schon alles gesehen, leider wegen Shadows of Rose. Aber hinten die Person, würde ich gerne wissen, wer das ist. Also, es ist das Modell von Ethan, das Charaktermodell, aber... Nee, glaube ich nicht. Die haben das einfach nur als Modell benutzt. Das kann ja jeder, wirklich jeder das sein. Und es kann auch Leon sein. Okay. The father's story is now done. So.
Und jetzt hoffe ich, dass er tot bleibt. Bei dieser Schriftzug. Das Ende ist verdient. So, kurze Statistik. Wir haben auf Schwierigkeit normal gespielt. Abschlusszeit 11 Stunden, 23 Minuten und 36 Sekunden. Das ist eine neue Schwierigkeit verfügbar. Drauf der Schatten. Okay. Inhalte im Bonusmenü freigeschaltet. Bonishop, Concept Art, Modelle, Herausforderungen. Herausforderungen, Bonishop. Schließen Sie die Menü-Herausforderungen ab, um Abschlusspunkte AP zu erhalten. AP können im Bonishop gegen eine Vielzahl von Boni eingetauscht werden, unter anderem an den neuen Spielmodus, Waffen, Concept Art und Modelle. Neue Filme hinzugefügt. Folgende Filme wurden im Bonusmenü unter Filme hinzugefügt: Village of Shadows, die Entwicklung. Level Design, Entwicklung und Produktion. Glückwunsch! Sie haben den Story-Modus abgeschlossen und können jetzt im Bonishop folgende Waffe erwerben. FWZX. Herausforderungen abgeschlossen. Sie haben folgende Herausforderungen abgeschlossen. Sie erhalten AP-Punkte. Können Sie im Bonishop gegen Bonusobjekte eintauschen. Keine Likes verleihen, viel Grafen, Blüte, Angelegenheit, gerissene Bande auf den Trockenen. Besser spät als nie, soweit so gut. Reif für den Schrottplatz, die Wurzel alle übelst. Guter Vater, besser Vater aller Zeiten. Bastler, Tüftler, Neukunde, Kleinganove, Hobbyarchäologe, Schatzjäger, Jäger, ruhige Kugel, gestörtes Örtchen, Geologe, Kunstschuss, Stratege, Grillsaison, Werwolfbändiger, Tollpatsch, nackte Tatsachen, Killer, Kartograf, Zyniker, Büchsenmacher, Einheimischer. Wie schön, dass wir so beenden, dass ich es auf dem ersten speichern kann. Das war Resident Evil Village. Wir sehen uns, wie gesagt, dann bei Shadows of Rose, The Mercenaries und was weiß ich nicht alles. Und die Boni machen wir an einem Donnerstags-Video, dass wir uns alles einmal angucken, beim Boni-Shop etc. Und genau, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bei Shadows of Shadows. Gleich morgen oder übermorgen. Bei euch. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis dann.